Im beschaulichen Rosenheimer Stadtteil Happing zerreißen Kreissägen die morgendliche Stille. Eine Straße soll zurückgebaut werden. Dafür schneidet eine Baufirma den Asphalt auf, im Auftrag von Grundstücksbesitzer Christoph Huber. Der Landwirt will es nicht mehr dulden, dass städtische Wege über seine Grundstücke führen. Weil es mit der Kommune seit Jahren keine Einigung gibt, lässt er den Streit jetzt eskalieren. Die Folgen werden auch unbeteiligte Bürger treffen. Die Sache wirbelt deshalb eine Menge Staub auf. Für mich ist das auch ganz schwierig gewesen. Nur ich persönlich, ich habe gemerkt, dass ich mit Reden alleine nicht weiterkomme. Ich wäre ein ganz schlechter Landwirt, ein ganz schlechter Grundbesitzer, wenn ich das einfach hier alles hinnehmen würde und sage, das passt schon. Die Erschließung des Stadtteils beruht seit Jahrzehnten auf Gewohnheitsrecht. Niemand hat sich darum wirklich gekümmert. Ein Sportverein mit rund 800 Mitgliedern ist hier ansässig. Tennisplätze, Fußballplätze und ein Vereinsheim. Ohne Zufahrt wären die Anlagen nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Also für uns ist es schlichtweg eine Katastrophe. Es geht definitiv um den Bestand des Vereins. Also ich glaube nicht, dass wir eine Zukunft haben, wenn die Nordstraße wirklich wegfällt. Der Biobauer ist in einer Zwickmühle. Die Nachfrage nach Bio-Eiern wächst und Huber will seine Herde von 2000 auf 6000 Hühner vergrößern. Wegen der strengen Naturlandzertifizierung muss er dafür aber landwirtschaftliche Flächen nachweisen, auf denen das Futter produziert wird. Die Stadt bietet ihm kein Grundstück als Ausgleich an, also bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Zufahrtsstraßen, die über sein Land führen, zurückzubauen, um Fläche zu gewinnen. Dass er damit im Recht ist, hat ihm sogar das höchste bayerische Verwaltungsgericht bestätigt. Was ich erlebe, ist, dass man hier behindert, dass man hier blockiert und dass man hier gut gehende landwirtschaftliche Betriebe, die eigentlich versuchen, alles richtig zu machen, dass man denen Steine in den Weg legt, das aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar ist. Der Flächenstreit beschäftigt den Rosenheimer Stadtrat schon seit Jahren. Bisher ohne Ergebnis. Aber der Oberbürgermeister hat Hoffnung, dass sich die verfahrene Situation doch noch lösen lässt. Die Fronten sind verhärtet, zweifelsohne, aber noch nicht so verhärtet, dass es keine Lösungsmöglichkeiten gibt. Und wenn wir jetzt noch ein paar Details, ein paar Stellschrauben uns einigen, dann bin ich sogar ziemlich zuversichtlich, dass der Stadtrat das auch mittragen wird. Von einer Einigung in dieser Streitfrage würden alle profitieren. Vor allem im Happinger Sportverein aber hoffen sie, dass es am Ende nicht wieder an Details scheitert und aus den kleinen Rissen in den Happinger Zufahrtsstraßen unüberbrückbare Gräben werden.